Ein heidnischer Meister, Seneca, spricht: Man soll von den großen und hohen Dingen mit großen und hohen Sinnen sprechen und mit erhabener Seele. Auch wird man sagen, dass man solche Lehren nicht für Ungelehrte sprechen und schreiben sollte. Dazu sage ich, soll man nicht ungelehrte Leute belehren, so wird niemals wer gelehrt, und so kann niemand dann lehren oder schreiben. Denn darum belehrt man die Ungelehrten, dass sie aus Ungelehrten zu Gelehrten werden. Gäbe es nichts Neues, so würde nichts Altes. Die gesund sind, sagt unser Herr, bedürfen der Arznei nicht. Dazu ist der Arzt da, dass er die Kranken gesund mache. Ist aber jemand, der dieses Wort Unrecht versteht, was kann der Mensch dafür, der dieses Wort, das Recht ist, Recht äußert? Sankt Johannes verkündet das heilige Evangelium allen Gläubigen und auch allen Ungläubigen, auf dass sie gläubig werden. Und doch beginnt er das Evangelium mit dem Höchsten, das ein Mensch über Gott hier auszusagen vermag. Und oft sind denn auch seine, wie unseres Herrn Worte, unrecht aufgefasst worden. Der liebreiche, barmherzige Gott, die Wahrheit selbst, gebe mir und allen denen, die dieses Buch lesen werden, dass wir die Wahrheit in uns finden und gewahr werden. Unser Herr spricht im Evangelium: Ein edler Mensch zog aus in ein fernes Land, sich ein Reich zu gewinnen, und kehrte zurück. Unser Herr lehrt uns in diesen Worten, wie edel der Mensch geschaffen ist in seiner Natur und wie göttlich das ist, wozu er aus Gnade zu gelangen vermag, und überdies, wie der Mensch dahin kommen soll. Auch ist in diesen Worten ein großer Teil der Heiligen Schrift berührt. Man soll zum Ersten wissen, und es ist auch deutlich offenbar, dass der Mensch in sich zweierlei Naturen hat: Leib und Geist. Darum sagt eine Schrift: Wer sich selbst erkennt, der erkennt alle Kreaturen, denn alle Kreaturen sind entweder Leib oder Geist. Darum sagt die Schrift vom Menschen, es gebe in uns einen äußeren und einen anderen, den inneren Menschen. Zu dem äußeren Menschen gehört alles, was der Seele anhaftet, jedoch umfangen ist von und vermischt mit dem Fleische und mit und in einem jeglichen Gliede ein körperliches Zusammenwirken hat, wie etwa mit dem Auge, dem Ohr, der Zunge, der Hand und dergleichen. Und dies alles nennt die Schrift den alten Menschen, den irdischen Menschen, den äußeren Menschen, einen knechtischen Menschen. Der andere Mensch, der in uns steckt, das ist der innere Mensch. Den heißt die Schrift einen neuen Menschen, einen himmlischen Menschen, einen jungen Menschen, einen Freund und einen edlen Menschen. Und der ist gemeint, wenn unser Herr sagt, dass ein edler Mensch auszog in ein fernes Land und sich ein Reich gewann und wiederkam. Der innere Mensch ist Adam.
Der Mann in der Seele ist der gute Baum, der immerfort ohne Unterlass gute Frucht bringt, von dem auch unser Herr spricht. Er ist auch der Acker, in den Gott sein Bild und Gleichnis eingesät hat, und darein er den guten Samen, die Wurzel aller Weisheit, aller Künste, aller Tugenden, aller Güte sät, den Samen göttlicher Natur. Göttlicher Natursamen, das ist Gottes Sohn, Gottes Wort. Man soll fürderhin wissen, dass Sankt Hieronymus und auch die Meister gemeinhin sagen, ein jeglicher Mensch habe von Anbeginn seines menschlichen Daseins an einen guten Geist, einen Engel und einen bösen Geist, einen Teufel. Der gute Engel rät und treibt beständig an zu dem, was gut ist, was göttlich ist, was tugend und himmlisch und ewig ist. Zum Ersten muss man wissen, dass der Weise und die Weisheit, der Wahre und die Wahrheit, der Gerechte und die Gerechtigkeit, der Gute und die Gutheit aufeinander Bezug nehmen und sich wie folgt zueinander verhalten. Die Gutheit ist weder geschaffen, noch gemacht, noch geboren, jedoch ist sie gebärend und gebiert den Guten. Und der Gute, insoweit er gut ist, ist ungemacht und ungeschaffen und doch geborenes Kind und Sohn der Gutheit. Die Gutheit gebiert sich und alles, was sie ist, in dem Guten. Sein, Wissen, Lieben und Wirken gießt sie allzumal in den Guten, und der Gute empfängt sein ganzes Sein, Wissen, Lieben und Wirken aus dem Herzen und Innersten der Gutheit und von ihr allein. Der Gute und die Gutheit sind nichts als eine Gutheit, völlig eins in allem. Es ist das Gebären der Gutheit und das Geborenwerden in dem Guten völlig ein Sein, ein Leben. Alles, was zum Guten gehört, empfängt er von der Gutheit in der Gutheit. Dort ist und lebt und wohnt er. Dort erkennt er sich selbst und alles, was er erkennt, und hebt er alles, was er liebt, und wirkt er mit der Gutheit in der Gutheit und die Gutheit mit ihm und in ihm alle ihre Werke gemäß dem, wie geschrieben steht und der Sohn sagt: Der Vater wirkt in mir bleibend und wohnend die Werke. Und der Vater wirkt bis nun und ich wirke. Thank you.
alles, was ich nun von dem Guten und von der Gutheit gesagt habe, das ist gleich wahr auch für den Wahren und die Wahrheit, für den Gerechten und die Gerechtigkeit, für den Weisen und die Weisheit, für Gottes Sohn und Gott den Vater, für alles das, was von Gott geboren ist und was keinen Vater auf Erden hat, in das sich auch nichts von allem dem gebiert, was geschaffen ist, was nicht Gott ist, in dem kein Bild ist als der bloße, lautere Gott allein. Denn so spricht St. Johannes in seinem Evangelium, dass allen denen Macht und Vermögen gegeben ist, Gottes Söhne zu werden, die nicht vom Blute noch vom Willen des Fleisches noch vom Willen des Mannes, sondern von Gott und aus Gott allein geboren sind. Keine vernunftsbegabte Seele ist ohne Gott. Der Same Gottes ist in uns. Hätte er einen guten, weisen und fleißigen Ackerer, so würde er umso besser gedeihen und wüchse auf zu Gott, dessen Same er ist, und die Frucht würde gleich der Natur Gottes. Birnbaumsame erwächst zum Birnbaum, Nussbaumsame zum Nussbaum, Same Gottes zu Gott. Ist's aber so, dass der gute Same einen törichten und bösen Ackerer hat, so wächst Unkraut und bedeckt und verdrängt den guten Samen, so dass er nicht ans Licht kommt, noch auswachsen kann. Doch spricht Origenes, ein großer Meister, da Gott selbst diesen Samen eingesät und eingedrückt und eingeboren hat, so kann er wohl bedeckt und verborgen und doch niemals vertilgt, noch in sich ausgelöscht werden. Er glüht und glänzt, leuchtet und brennt und neigt sich ohne Unterlass zu Gott hin. Deshalb sollte sich ein guter Mensch gar sehr vor Gott und vor sich selbst schämen, wenn er noch gewahr wird, dass Gott nicht in ihm ist und Gott der Vater nicht in ihm die Werke wirkt, sondern dass noch die leidige Kreatur in ihm lebt und seine Neigung bestimmt und in ihm die Werke wirkt. Spricht König David und klagt im Psalter: Tränen waren mein Trost Tag und Nacht, solange man noch sagen konnte: Wo ist dein Gott? Denn das Hinneigen zur Äußerlichkeit und das Trostfinden an Untrost und das lustvoll eifrige und viele Reden darüber ist ein wahres Zeichen dafür, dass Gott in mir nicht sichtbar wird, nicht in mir wacht, nicht in mir wirkt. Und weiterhin auch sollte der gute Mensch sich schämen vor guten Leuten, dass sie solches an ihm gewahr würden. Ein guter Mensch, so
soll niemals über Schaden klagen, noch über Leid. Er soll vielmehr nur beklagen, dass er klage und dass er das Klagen und Leid in sich wahrnimmt. Zweierlei Trank in sich fassen. Soll es Wein enthalten, so muss man notgedrungen das Wasser ausgießen. Das Gefäß muss leer und ledig werden. Darum, sollst du göttliche Freude und Gott aufnehmen, so musst du notwendig die Kreaturen ausgießen. Sankt Augustinus sagt, gieß aus, auf dass du erfüllet werdest. Kurz gesagt, alles, was aufnehmen und empfänglich sein soll, das soll und muss leer sein. Die Meister sagen, hätte das Auge irgendwelche Farbe in sich, wenn es wahrnimmt, so würde es weder die Farbe, die es hätte, noch eine solche, die es nicht hätte, wahrnehmen. Weil es aber aller Farben bloß ist, deshalb erkennt es alle Farben. Die Wand hat Farbe an sich, und drum erkennt sie weder ihre eigene Farbe noch irgendwelche andere Farbe und hat keine Freude an der Farbe, nicht mehr am Gold oder an Lasur als an der Farbe der Kohle. Das Auge hat keine Farbe und hat sie doch im wahrsten Sinne, denn es erkennt sie mit Lust und mit Wonne und mit Freude. Noch gibt's dafür wohl ein weiteres Gleichnis. Die Sonne scheint ohne Unterlass, jedoch wenn eine Wolke oder Nebel zwischen uns und der Sonne ist, so nehmen wir den Schein nicht wahr. Ebenso auch, wenn das Auge in sich selber krank ist oder sich oder verschleiert, so ist ihm der Schein nicht erkennbar. Und je vollkommener und reiner die Kräfte der Seele sind, umso vollkommener und umfassender nehmen sie das, was sie erfassen, auf und empfangen umso mehr und empfinden umso größere Wonne und werden umso mehr eins mit dem, was sie aufnehmen, und zwar in dem Maße, dass schließlich die oberste Kraft der Seele, die aller Dinge bloß ist und mit nichts etwas gemein hat, nicht weniger als Gott selbst in der Weite und Fülle seines Seins aufnimmt. Und die Meister erweisen, dass dieser Einigung und diesem Durchfluss und dieser Wonne sich nichts an Lust und Wonne vergleichen kann. Darum sagt unser Herr gar bemerkenswert, selig sind die Armen im Geiste. Arm ist der, der nichts hat. Arm im Geiste, das heißt, so wie das Auge arm und bloß ist an Farbe und empfänglich für alle Farben, so ist der, der arm im Geiste ist, empfänglich für allen Geist. Und aller Geister Geist ist Gott. Sagen, eine andere Kraft sei es,
mit Hilfe deren das Auge sieht, und eine andere, durch die es erkennt, dass es sieht. Das Erstere, das es sieht, das nimmt es ausschließlich von der Farbe, nicht von dem, was gefärbt ist. Daher ist es ganz einerlei, ob das, was gefärbt ist, ein Stein sei oder Holz, ein Mensch oder ein Engel. Einzig darin, dass es Farbe habe, liegt das Wesentliche. So auch, sage ich, nimmt und schöpft der edle Mensch sein ganzes Sein, Leben und seine Seligkeit bloß nur von Gott, bei Gott und in Gott, nicht vom Gott erkennen, schauen oder lieben oder dergleichen. Darum sagt unser Herr, beherzigenswert treffend, ewiges Leben sei dies: Gott allein als den einen wahren Gott zu erkennen, nicht zu erkennen, dass man Gott erkennt. Wie sollte der Mensch sich als Gott erkennend erkennen, der sich selbst nicht erkennt? Denn sicherlich, der Mensch erkennt sich selbst und andere Dinge überhaupt nicht, vielmehr nur Gott allein, für wahr, wenn er selig wird und selig ist in der Wurzel und im Grunde der Seligkeit. Wenn aber die Seele erkennt, dass sie Gott erkennt, so gewinnt sie zugleich Erkenntnis von Gott und von sich selbst. Nun ist aber eine andere Kraft, wie ich ausgeführt habe, vermöge deren der Mensch sieht, und eine andere, durch die er weiß und erkennt, dass er sieht. Wahr ist es zwar, dass jetzt hienieden in uns jene Kraft, durch die wir wissen und erkennen, dass wir sehen, edler und höher ist als die Kraft, vermöge deren wir sehen, denn die Natur beginnt ihr Wirken mit dem Geringsten, Gott aber beginnt bei seinen Werken mit dem Vollkommensten. Die Natur macht den Mann aus dem Kinde und das Huhn aus dem Ei, Gott aber macht den Mann vor dem Kinde und das Huhn vor dem Ei. Die Natur macht das Holz zuerst warm und heiß, und danach erst lässt sie das Sein des Feuers entstehen. Gott aber gibt zuerst aller Kreatur das Sein, und danach in der Zeit und auch ohne Zeit und gesondert all das, was dazugehört. Darum sagen die Meister, dass die Seligen im Himmelreich die Kreaturen erkennen, ohne alle Bilder der Kreaturen, die sie vielmehr in dem einen Bilde erkennen, dass Gott ist, und in welchem Gott sich selbst und alle Dinge weiß und liebt und will. Und dies lehrt uns Gott selbst, beten und begehren, wenn wir sprechen: Vater unser, geheiliget werde dein Name. Das heißt, dich erkennen ganz allein. Noch gibt es eine andere Erklärungsweise und Belehrung für das, was unser Herr einen edlen Menschen nennt. Man muss nämlich auch wissen, dass diejenigen, die Gott unverhüllt erkennen, mit ihm zugleich die Kreaturen erkennen. Denn die Erkenntnis ist ein Licht der Seele, und alle Menschen begehren von Natur nach Erkenntnis. Denn selbst böser Dinge Erkenntnis ist gut. Nun sagen die Meister, wenn man die Kreatur in ihrem eigenen Wesen erkennt, so heißt das eine Abenderkenntnis. Und da sieht man die Kreaturen in Bildern mannigfaltiger Unterschiedenheit. Wenn man aber die Kreaturen in Gott erkennt, so heißt und ist das eine Morgenerkenntnis. Und auf diese Weise schaut man die Kreaturen ohne alle Unterschiede und aller Bilder entbildet und aller Gleichheit entkleidet in dem einen, das Gott selbst ist. Auch dies ist der edle Mensch,
von dem unser Herr sagt, ein edler Mensch zog aus. Darum edel, weil er eins ist und Gott und Kreatur im einen erkennt. Denn ein recht vollkommener Mensch soll sich so gewöhnt haben, sich selbst abgestorben, seiner selbst in Gott so entbildet und in Gottes Willen so überbildet sein, dass seine ganze Seligkeit darin liegt, von sich selbst und von allem Sonstigen nichts zu wissen, vielmehr nur Gott allein zu wissen. Nichts zu wollen, noch einen Willen zu kennen als Gottes Willen und Gott so erkennen zu wollen, wie Gott mich erkennt, wie St. Paulus sagt. Gott erkennt alles, was er erkennt, liebt und will alles, was er liebt und will, in sich selbst, in seinem eigenen Willen. Unser Herr sagt selbst, das ist das ewige Leben, Gott allein zu erkennen. Auf einen anderen Sinn dessen, was der edle Mensch sei, will ich zu sprechen kommen und eingehen. Ich sage, wenn der Mensch die Seele, der Geist Gott schaut, so weiß und erkennt er sich auch als erkennend. Das heißt, er erkennt, dass er Gott schaut und erkennt. Nun hat es etliche Leute bedünkt, und es scheint auch ganz glaubhaft, dass Blume und Kern der Seligkeit in jener Erkenntnis liegen, bei der der Geist erkennt, dass er Gott erkennt. Denn wenn ich alle Wonne hätte und wüsste nicht darum, was hülfe mir das und was für eine Wonne wäre mir das? Doch sage ich mit Bestimmtheit, dass dem nicht so ist. Ist es gleich wahr, dass die Seele ohne dies wohl nicht selig wäre, so ist doch die Seligkeit nicht darin gelegen. Denn das Erste, worin die Seligkeit besteht, ist dies, dass die Seele Gott unverhüllt schaut. Darin empfängt sie ihr ganzes Sein und ihr Leben und schöpft alles, was sie ist, aus dem Grunde Gottes. Und weiß nichts von Wissen, noch von Liebe, noch von irgendetwas überhaupt. Sie wird ganz still, ganz und ausschließlich im Sein Gottes. Sie weiß dort nichts als das Sein und Gott. Wenn sie aber weiß und erkennt, dass sie Gott schaut, erkennt und liebt, so ist das der natürlichen Ordnung nach ein Ausschlag aus dem und ein Rückschlag in das Erste. Denn niemand erkennt sich als weiß, als der, der wirklich weiß ist. Darum, wer sich als weiß erkennt, der baut und trägt auf dem Weißsein auf. Und er nimmt sein Erkennen nicht unmittelbar und unwissend direkt von der Farbe, sondern er nimmt das Erkennen ihrer und das Wissen um sie von dem ab,
was da gerade weiß ist und schöpft das Erkennen nicht ausschließlich von der Farbe an sich, vielmehr schöpft er das Erkennen und Wissen von Gefärbten oder von Weißen und erkennt sich als Weiß. Weißes ist etwas viel Geringeres und viel Äußerlicheres als das Weißsein. Wie hat der alle Dinge um Gottes Willen gelassen, der noch auf dies und das Gute achtet und sieht? Sankt Augustinus spricht: Nimm weg dies und das Gute, so bleibt die lautere Gutheit in sich selbst, schwebend in ihrer bloßen Weite. Das ist Gott. Des Geistes ist die Liebe, Freude und Friede. Bloß sein, arm sein, nichts haben, leer sein, verwandelt die Natur. Leere macht Wasser bergauf steigen und noch manch anderes Wunder. Wäre der Mensch imstande und könnte er einen Becher vollkommen leer machen und leer halten von allem, was zu füllen vermag, auch von Luft. Der Becher würde zweifellos seine Natur verleugnen und vergessen, und die Leere trüge ihn hinauf bis zum Himmel. Ebenso trägt bloß arm und leer sein von allen Kreaturen die Seele hinauf zu Gott. Für dieses Wort und diese Wahrheit haben wir ein sichtbares Bild und ein anschauliches Zeugnis auch äußerlich in der Natur. Wenn das Feuer seine Wirkung tut und das Holz entzündet und in Brand setzt, so macht das Feuer das Holz ganz fein und ihm selbst ungleich und benimmt ihm seine Grobheit, Kälte, Schwere und Wässrigkeit und macht das Holz sich selbst dem Feuer mehr und mehr gleich. Jedoch beruhigt, beschwichtigt und begnügt sich je weder Feuer noch Holz bei keiner Wärme, Hitze oder Gleichheit, bis dass das Feuer sich selbst in das Holz gebiert und ihm seine eigene Natur und sein eigenes Sein übermittelt, so dass es alles ein Feuer ist. Beiden gleich eigen, unterschiedslos, ohne mehr oder weniger. Und deshalb gibt es, bis es dahin kommt, immer ein Rauchen, sich bekämpfen, prasseln, mühen und streiten zwischen Feuer und Holz. Wenn aber alle Ungleichheit weggenommen und abgelegt ist, so wird das Feuer still und schweigt das Holz. Und darum sagen die Meister, das Werden des Feuers vollzieht sich mit Widerstreit, mit Erregung und Unruhe und in der Zeit. Die Geburt des Feuers aber und die Lust ist ohne Zeit und ohne Ferne. Lust und Freude dünkt niemand lang noch fern. Und ich sage weiterhin wahrheitsgemäß, dass die verborgene Kraft der Natur im Geheimen die Gleichheit, insoweit sie Unterschiedenheit und Zweiung in sich trägt, hasst und in ihr das eine, das sie in ihr und allein um seiner selbst willen liebt, sucht. So wie der Mund in und am Weine den Geschmack oder die Süßigkeit sucht und liebt. Wenn Wasser den Geschmack, den der Wein hat, besäße,
So würde der Mund den Wein nicht mehr als das Wasser lieben. Jede Art Vermittlung ist Gott fremd. Ich bin, spricht Gott, der Erste und der Letzte. Unterschiedenheit gibt es weder in der Natur Gottes noch in den Personen, entsprechend der Einheit der Natur. Die göttliche Natur ist eins und jede Person ist auch eins und ist dasselbe eine, das die Natur ist. Der Unterschied zwischen Sein und Wesenheit wird als eins gefasst und ist eins. Erst da, wo es nicht in sich verhält, da empfängt, besitzt und ergibt es Unterschied. Darum, im einen findet man Gott und eins muss der werden, der Gott finden soll. Ein Mensch, spricht unser Herr, zog aus. Im Unterschied findet man weder das Eine, noch das Sein, noch Gott, noch Rast, noch Seligkeit, noch Genügen. Sei eins, auf das du Gott finden könntest. Und wahrlich, wärest du recht eins, so bliebest du auch eins im Unterschiedlichen. Und das Unterschiedliche würde dir eins und vermöchte dich nun ganz und gar nicht zu hindern. Das eine bleibt gleichmäßig eins in tausendmal tausend Steinen, wie in vier Steinen, und tausendmal tausend ist ebenso gewiss eine einfache Zahl, wie vier eine Zahl ist. Ich, spricht der Vater, will sie geleiten in eine Einöde und dort zu ihren Herzen sprechen. Herz zu Herzen, eins in einem, das liebt Gott. Ich, spricht unser Herr im Propheten Hosea, will die edle Seele führen in eine Einöde. Und ich will dort sprechen in ihr Herz. Eines mit einem, eines von einem, eines in einem und in einem eines ewiglich. Alles, was dem fremd und fern ist, das hasst Gott. Zum einen lockt und zieht Gott. Das eine suchen alle Kreaturen, selbst die niedersten Kreaturen suchen das eine, und die obersten nehmen dieses eine wahr. Über ihre Natur hinausgezogen und überbildet, suchen sie das eine im einen, das eine in ihm selbst. Darum will der Sohn wohl sagen, in der Gottheit, Sohn im Vater, wo ich bin, da soll derjenige sein, wer mir dient, wer mir folgt, wer zu mir kommt. Gleichheit in allen Dingen, insbesondere aber und zum ersten mehr noch in göttlicher Natur, ist Geburt des einen. Und Gleichheit von dem einen, in dem einen und mit dem einen ist Beginn und Ursprung der blühenden, feurigen Liebe. Das eine ist Beginn ohne allen Beginn. Die Gleichheit ist Beginn von dem einen allein und empfängt dies, dass sie ist und dass sie Beginn ist von und in dem einen. Die Liebe hat dies von Natur aus, dass sie von Zweien als eines ausfließt und entspringt. Eins als eins ergibt keine Liebe, zwei als zwei ergibt ebenfalls keine Liebe. Zwei als eins, dies ergibt notwendig naturgemäße, drangvolle, feurige Liebe.
ich gelegentlich ein deutliches Gleichnis vorgetragen. Wenn ein Meister ein Bild macht aus Holz oder Stein, so trägt er das Bild nicht in das Holz hinein, sondern er schnitzt die Späne ab, die das Bild verborgen und verdeckt hatten. Er gibt dem Holz nichts, sondern er benimmt und gräbt ihm die Decke ab und nimmt den Rost weg, und dann erglänzt, was darunter verborgen lag. Dies ist der Schatz, der verborgen lag im Acker, wie unser Herr im Evangelium spricht. Und er sagt, dass auf diese Wahrheit hingedeutet sei im ersten Buch Moses, wo geschrieben steht, dass Abraham in seinem Acker lebendige Brunnen ergraben hatte, Übeltäter aber füllten sie mit Erde. Danach aber, als die Erde hinausgeworfen worden war, kamen die Brunnen lebendig wieder zum Vorschein. Gottes Bild, Gottes Sohn, sei in der Seele Grund wie ein lebendiger Brunnen. Wenn aber jemand Erde, das ist irdisches Begehren, darauf wirft, so hindert und verdeckt es, dass man nichts von ihm erkennt oder gewahr wird. Gleich viel bleibt er in sich selbst lebendig. Und wenn man die Erde, die von außen obendrauf geworfen ist, wegnimmt, so kommt er zum Vorschein und man wird ihn gewahr. Sankt Augustinus spricht: Für Gott ist nichts ferne noch lange. Willst du, dass er nichts fern noch lange sei, so füge dich zu Gott. Denn das sind 1000 Jahre wie der Tag, der heute ist. Ebenso sage ich, in Gott ist weder Traurigkeit noch Leid noch Ungemach. Nun sage ich, wenn dem guten und gerechten Menschen ein äußerer Schaden widerfährt und er im Gleichmut dem Frieden seines Herzens unbewegt bleibt, so ist es wahr, was ich gesagt habe, dass dem Gerechten von alledem nichts betrübt, was ihm widerfährt. Nun setze ich den Fall, ein Mensch habe 100 Mark. Davon verliert er 40 und behält 60. Will der Mensch nun immerfort an die 40 denken, die er verloren hat, so bleibt er ungetröstet und bekümmert. Wie könnte auch der getröstet sein und ohne Leid, der sich dem Schaden zukehrt und dem Leid und das in sich und sich in es einprägt und es anblickt und es schaut wiederum ihn an und er plaudert mit ihm und spricht mit dem Schaden und der Schaden hin wiederum plaudert mit ihm. Und beide schauen sich an von Angesicht zu Angesicht. Wäre es aber so, dass er sich den 60 Mark zukehrte, die er noch hat, und den 40, die verloren hat, den Rücken kehrte und sich in die 60 versenkte und die von Antlitz zu Antlitz anschaute und mit ihnen plauderte, so würde er sicherlich getröstet. Was etwas ist und gut ist, das vermag zu trösten. Was aber weder ist noch gut ist, was nicht mein und mir verloren ist, das muss notwendig Untrost ergeben und Leid und Betrübnis. Mensch, in der eigenen Bedeutung des Wortes im Lateinischen, bedeutet in einem Sinne den, der sich mit allem, was er ist und was sein ist, unter Gott beugt und fügt, und aufwärts Gott anschaut, nicht das Seine, das er hinter, unter, neben sich weiß. Dies ist volle und eigentliche Demut. Diesen Namen hat er von der Erde, Humus Humilitas. Davon will ich nun nicht weitersprechen. Wenn man Mensch sagt, so bedeutet dieses Wort auch etwas, was über die Natur, über die Zeit und über alles, was der Zeit zugekehrt ist oder nach Zeit schmeckt, erhaben ist.
Und das Gleiche sage ich auch mit Bezug auf Raum und Körperlichkeit. Überdies noch hat dieser Mensch in gewisser Weise mit nichts etwas gemein. Das heißt, dass er weder nach diesem noch nach jenem gebildet oder verähnlicht sei und von nichts nichts wisse, so dass man in ihm nirgends von nichts etwas finde noch gewahr werde und dass ihm das Nichts so völlig benommen sei, dass man da einzig finde reines Leben, Sein, Wahrheit und Gutheit. Wer so geartet ist, ist ein edler Mensch, fürwahr, nicht weniger und nicht mehr. Guter Mensch kann der nicht sein, der nicht will, was Gott in jedem besonderen Falle will. Denn es ist unmöglich, dass Gott irgendetwas denn Gutes wolle, und in Sonderheit gerade darin und dadurch, dass es Gott will, wird es und ist es notwendig gut und zugleich das Beste. Und darum lehrte unser Herr die Apostel und uns in ihnen, und beten wir alle Tage darum, dass Gottes Wille geschehe. Und doch, wenn Gottes Wille kommt und geschieht, so klagen wir. Es spricht ein heidnischer Meister: Herzog und oberster Vater und Herr des hohen Himmels, zu allem, was du willst, bin ich bereit. Gib mir den Willen, nach deinem Willen zu wollen. Gesetzt, ich käme zum Papst über 100 oder 200 Meilen hin und spräche dann, wenn ich vor ihn träte: Herr, heiliger Vater, ich bin wohl 200 Meilen beschwerlichen Weges unter großen Kosten hergekommen und bitte euch, aus welchem Grunde ich denn auch zu euch hergekommen bin, dass ihr mir eine Bohne gebet. Fürwahr, er selbst und jeder, der das vernehme, würde sagen, und zwar ganz mit Recht, ich sei ein großer Narr.
Nun ist es aber eine gewisse Wahrheit, wenn ich sage, dass alles Hab und Gut, ja die gesamte Schöpfung gegen Gott weniger ist als eine Bohne gegen diese ganze körperliche Welt. Darum müsste ich es mit Recht verschmähen, wenn ich ein guter, weiser Mensch wäre, Gott bitten zu wollen, beispielsweise, dass ich gesund würde. In diesem Zusammenhang sage ich weiterhin, es ist das Zeichen eines schwachen Herzens, wenn ein Mensch froh oder bekümmert wird um vergängliche Dinge dieser Welt. Man sollte sich dessen recht von Herzen schämen vor Gott und seinen Engeln und vor den Menschen, wenn man's bei sich bemerkte. Man schämt sich ja so sehr eines Gesichtsmakels, den die Leute äußerlich wahrnehmen. Was will ich noch länger reden? Das andere Wort, das ich noch sagen will, ist dies, dass mancher grobsinnige Mensch sagen wird, viele Worte, die ich in diesem Buche und auch anderswo geschrieben habe, seien nicht wahr. Dem antworte ich mit dem, was St. Augustinus im ersten Buche seiner Bekenntnisse sagt. Er bemerkt dort, dass Gott alles, was noch zukünftig ist, selbst über tausend und abertausend Jahre, dafern die Welt so lange bestehen sollte, schon jetzt gemacht hat. Und dass er alles, was schon manches Jahrtausend vergangen ist, noch heute machen wird. Was kann ich dafür, wenn jemand das nicht versteht? Mir genügt's, dass in mir und in Gott wahr sei, was ich spreche und schreibe. Wer einen Stab in Wasser getaucht sieht, den dünkt der Stab krumm, wenngleich er ganz gerade ist. Und das kommt daher, dass das Wasser gröber ist als die Luft. Gleich viel ist der Stab sowohl an sich wie auch in den Augen dessen, der ihn nur in der Lauterkeit der Luft sieht, gerade und nicht krumm.